Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. So, ja, was soll ich sagen? Sind Sachen passiert, als ich... Ich blende euch mein Bild an. Ich habe unsere Lander Richtung Mann gebracht. Hier sieht man es eh. Da sind sie seit über einem Tag sind sie in Verwendung. Enduros-Trümmer. Von was sind die ganzen Enduros-Trümmer? Auf jeden Fall. Schauen wir uns das mal ganz an. Ihr habt eh gerade noch ein Bild gesehen, wie es aussah, als wir sozusagen in den High Orbit gegangen sind. Wir sind gleich auf einem 400.000er gegangen. Und dann habe ich mit der unteren schwarz-weißen Stage auf dem Bild den vergrößert und bin mit dem Richtung Mann geflogen. Die Stage habe ich aber jeweils auf dem Mann explodieren lassen. Während die andere Stage, die obere, sozusagen für den Bremsburn zuständig ist und für den Interference Burn. Hier sieht man das ganze schöne Stück. Komplett autonom. Hier wieder unterwegs. Hier sind die zwei schönen Länderkapseln. Jetzt kommen wir aber allerdings mal zu dem Problem. Wir fahren hier mal die Antennen aus. Nochmal so als Sicherheit, sobald wir sie abdocken, damit sie irgendwie Control haben. Und jetzt kommt der ganze Spaß. Als ich geflogen bin, habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen von unserem Warnsystem, dass wir eine zu hohe CO2-Belastung hätten auf unserem Alpha Centauri V2. Soweit, so gut. Hätte ich mir gedacht, okay, kann ich reparieren. Ich tue schnell eine Rakete hochschicken, habe ein Notfallsystem schnell gemacht. Zwei kleine Recycler-Kapseln gestartet, die sozusagen aus Wasserstoff und CO2 Wasser machen. Und habe gedacht, damit wär's. Falls euch was auffällt, fehlt die komplette Besatzung. Das liegt daran, dass dieses Ding nun ohne Steuerung nicht ansatzweise benutzbar hier im Weltraum rumfliegt, weil der CO2-Gehalt in der Kapsel zu hoch ist. Jetzt habe ich keinen Plan. Ist das das Oxidator? Nee, Oxidator ist ja unser Antrieb. Also, wir müssen mal in unsere Station reinschauen, weil wir können original... Ihr seht hier habe ich extra zwei Recycler-Kapseln angebaut, damit wir CO2 wieder in Wasser mit Wasserstoff umwandeln können. Hier sind überall auch Wasserstofftanks, die zur Umwandlung zur Verfügung stehen. Und wir sind halt alle abgestorben. Ja. That was not planned. Wir haben insgesamt, ich glaube, sechs oder acht Tote zu beklagen. Weil sie erstickt sind. Das will man kaum sagen, aber ich habe die Jungs ersticken lassen in der Raumkapsel. Und ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Ich hatte noch nie davor, nicht mal auf der Raumstation habe ich CO2-Probleme. Warum habe ich hier CO2-Probleme? Schauen wir mal zur Station. Wo ist sie denn? Man sieht hier, wir haben hier sehr viel Dreck. Also in der Zukunft müssen wir mal ein Räumsystem auch bauen. Wechseln zu. Rein theoretisch sollten wir so kleine Dartartige Dinge schon reichen, wenn du dich andockst und runterbremst. Müssen wir mal ein paar Tests durchführen, wie wir das am schlauesten machen. Alter. Also das kann auch echt nur mir passieren. Sowas kann echt nur mir passieren. Ich hatte es ja gestern Abend, Nacht um 3 Uhr aufgenommen. Also heute in der Früh um 3 Uhr, gestern Nacht 2 Stunden nach Mitternacht. Okay, wir sind wieder mal... Na, denen geht's allen super, das ist das Tolle. Eigentlich geht's denen voll super überall. Also man sieht ja, die ganzen Stations funktionieren ja, aber was ist hier das Geheimnis? Aber wo haben wir denn unsere Versorgungsmodule? Habe ich da irgendwas eingepackt, was ich sonst nie mache? Abfall, Wasser. Wasserstoff ist hier drin. Stickstoff. Sauerstoff. Wie kann man an einer fucking CO2-Vergiftung sterben? Ich wüsste noch nicht mal, wo hier... Ah. Kohlenstoffdioxid. Ja. Ich habe eine Idee. So.
Weltraumzentrum. Wir haben diese zwei links und rechts angedockten Teile. Die habe ich nur in der Grundform, weil die habe ich auf die, fast dieselbe Rakete gepackt, wie das, was da hochfliegt. Und habe das dann einfach nur, weißt du, so Copy-Paste schnell gemacht. Weil ich musste irgendwie Gas geben. Ich weiß zwar, dass du im Baucenter keine laufende Zeit hast. Aber, ja. Wie soll ich sagen? Ich hatte einfach Stress, als ich gelesen habe, CO2-Erstickungsgefahr. Und wusste, ich muss so schnell wie möglich handeln, weil CO2 ersticken, das geht relativ schnell und die waren schon ohnmächtig. Leute, meine Zeit war eng. So, jetzt schauen wir uns mal das Modell an. Wo habe ich das eigentlich? Habe ich es benannt überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte einfach Stress. Ich habe ein sehr interessantes System gemacht aus SCS-Thrustern und natürlich habe ich den Kopf schon wieder weggeschossen. Weil grundsätzlich war das keine schlechte Kapsel, aber wir werden eine schnelle kleine Rakete bauen, die sozusagen das machen soll. Dann, oh Gott, wir können ja nicht mal robotermäßig das andocken. Bedeutet, am besten wäre eh, wenn wir eine Kapsel bauen, die auch danach noch Docking-Manövers durchführen kann. So, schau mal, habe ich das hier noch? Habe ich das wenigstens irgendwie benannt? Unbenannt, ich habe es unbenannt gelassen. Lol, das da. Ihr seht schon, das ist dieses Oberteil, was ich benutzt habe. Es ist relativ klein und simpel. Das ist dafür, dass das Ding dann nach sich selber in die Atmosphäre brennen kann. Sozusagen. So, jetzt ist die Sache. Kann ich da so eine Ein-Mann-Kapsel dran bauen? Hört sich jetzt vollkommen wirrwarr an, aber ihr werdet die Idee verstehen, wenn ihr seht, was ich mache. Im Grunde geht es darum. Nein, andere Richtung. Dass wir Leute wieder in eine Person wenigstens auf die Station kriegen fürs Erste, damit sie die Docking-Manöver durchführen kann und wir die Länder einbauen können. Die restlichen Menschen kann ich ja meinetwegen wahrscheinlich auch alleine machen. Aber ich will euch wenigstens auch mal diese Woche die Länder anbauen zeigen. So, bedeutet, wir werden jetzt an jedem von diesen Teilen einen Teil abdocken. Und das Ganze wird ein sehr, sehr, ich würde es waagehalsiges Manöver es nennen. So, warte mal, hier war irgendwo, weil das hat mir nichts gebracht. Das bringt sich ja nur was, wenn wir in der Atmosphäre sind. Und das sind wir ja nicht. Welcher blöder Kohlenstoffdioxid, CO2 ist das. Die werden auch leer geliefert, wenn ich mich nicht irre. Genau, Kohlenstoffdioxid. Weil jetzt können wir sie rein theoretisch verarbeiten. Davor ging das nicht. Gut zu wissen, dass ich so doof bin. Was natürlich hier auch nicht vergessen werden darf, ist, dass dieses kleine Teil auch eine Rationsding braucht. Deswegen kriegt es jetzt zwei von denen. Und zwei von denen. Da passt aber auch leider nur eine Person immer rein, ne? Ich würde mir gerne noch einen mitgeben, aber wir sind leer an Menschen bald schon. Und die nächste Hauptrakete wird dann halt alles regeln. So. Bedeutet, wir setzen jetzt runter nochmal einen Dockingport. Genauso würde ich bald wieder mal eine Sonde losschicken, eine kleinere, die uns Deep Space-Erforschungen durchführt. Na, die könnten wir rein theoretisch. Ach, what the fuck, da sieht man, da schaut, backt es durch. Im Hintergrund hört immer wieder meine Vögel, die sind wieder gut drauf. Die haben viel Moos bekommen, bei denen wächst auch gerade ein Grasboden drin. Wird alles eine sehr interessante Situation. So, wir brauchen hier drum eine Kapsel. Ja, Meckertanten seid ihr. Kleine, aber feine Meckertanten. Das hasse ich so ein bisschen. Man kann hier nichts wirklich einstellen. Ich würde so gerne. Also erstmal tun wir die Kraft im Prozent auf die Hälfte runterdrehen. Auto Shape, aber warte mal, guck mal. Hä? Hä? Oh lol. Ich kann sie einstellen, nice. Ah nee, fuck, ich muss das drüber starten lassen.
Autoshape, Autostrut. Bisschen mehr extra Radius einfach noch dazu, so. Und darunter kommt das Triebwerk, was das dann zum Mond schießen soll, zum Mann. Entschuldigung. Schau mal. Lol, das ist sogar zu klein rein theoretisch. Aber hey, no problem. Ich will wissen, was der. Wir haben hier so einen orbitalen Manöver-Cluster. Hier, das hier. Macht das Thrust? Also, ich weiß nicht, was wird denn das antrieben? Monotreibstoff. Monopropellant. Aber er kennt das irgendwie nicht. Okay. No problem. Dann nehmen wir was anderes. Ich könnte echt von der anderen Rakete den kompletten Unterbau verwenden versuchen. Oder ansatzweise den unteren Bau verwenden. Nope. Ich will einfach nur das so. Joink. Und dann auf 2,5 hoch skalieren. Und da dran dann ein Triebwerk platzieren. Ein Triebwerk so. Und natürlich ein richtig cooles wieder. Die Burntime wird erhöht und hat auch keinen Thrust. Hä? Bin ich jetzt doof? Du bist doch... Hm? Nehmen wir hier mal Crossfeed aus wahrscheinlich. Ist es das? Case B Recall. Refunding. Enable. Disable. Refund? Über Kreuzleitungen deaktivieren. Warum hat dieser Antrieb... kein Schubanzeige? Ich packe jetzt mal einfach nur für Curiosity, also nicht für den Rover, aber für meine Curiosity, hier einen Decoupler rein. Jetzt funktioniert... Hä? Schau mal, wie viel wird es im Vakuum? 1800. Da geht mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Mehr. So. 2300, das passt mir gut. Und dann brauche ich noch zwei Stages. Und zwar brauchen wir jetzt hier nochmal die Coupler. Lady Coupler. Jetzt könnte ich rein theoretisch. Warte mal, ich habe doch hier, glaube ich, genau. Dragon Booster. Joink. Ich brauche alles ab hier. Viel Sinn. Ah, guck mal, das kann ich auch wegtun. Den haben wir ja schon. Wir machen jetzt einfach Joink. Vollkommen übertrieben, aber hey! Ihr seht schon, warum ich sage übertrieben, weil das Ding ist einfach massiv. Aber das muss man halt machen, wenn man Versorgungsmodule hat, die nicht unbedingt passen. So, wir haben den Techniker eingeladen, ne? Genau. Muss ich da jetzt wieder... Jetzt ist nur mal eine blöde Frage... Ich habe mich da noch nie dran gewöhnt. Muss ich da jetzt solche blöden Kapselteile dran machen? Ne, muss ich nicht. Okay. Das entschmacht sich selber. Das ist jetzt CO2 Nothilfe. Für plus Personal machen wir einen. Plus Personal. Speichern. Und direkt aufs Startfeld. Man hört schon, meine Vögel sind wieder gut drauf. Eieiei. Ey, das kann aber auch nur echt mir passieren, ne? Sowas kann nur mir passieren, ey. Dass ich nicht an CO2 gedacht habe. Aua. Aua. Ich habe gedacht so, ey. Aber ich meine, ich verstehe auch nicht. Klar, du kannst es nicht tanken, aber du hast ja das CO2 dann im System drin. Wenn du einen hast, der das in Wasser umwandelt. Aber warum macht das denn? Bedeutet, wir joinken jetzt dann die alten. Nee, warte mal. Wir machen es am schlauesten so, dass wir hinfliegen.
Der Kerbal Transits in den Pilotensitz, öffnet die anderen zwei Luken. Warum jetzt Kohlenstoffdioxid? Wir brauchen kein Kohlenstoffdioxid in dieser komischen Kapsel. Finde ich geil, dass ihr sagt, wir brauchen Kohlenstoff. Oh lol. Ich dachte, er erzeugt eine Fairing. Wo ist die Fairing hin? Hä? Der hat die Fairing nicht gebohrt. Warum? Why? Why? Oh, wo ist meine Fairing, wenn ich sie brauche? Wenn ich sie brauche. Eyo, eyo. Eyo, 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 eyo. So, okay, warum hast du mir keine Fairing gebohrt? Wo ist die Fairing? Also eine blöde Frage, eigentlich müsste die doch das erzeugen, oder? Oder jetzt komme den Glauben an den Menschen langsam verloren. Warte mal. Bin ich jetzt komplett dumm? Fairing. Geht auch seitlich. Weil der hat Ansatzpunkte. Alter! Mal Joink hier und dann Kupplung. Nee, nicht Kupplung. Oh, jedes Mal wieder. Katastrophe. Wo ist es denn? Die passende Größe. Da, Joink. Jetzt passt es. Genau, so wollen wir es. Speichern. Personal ist noch drin, hoffe ich mal. Yes. Jetzt können wir auf die Startbahn gehen. Ah. Das ist auch wieder Katastrophe, wenn es... Ich bin da verwirrt. Aber ich bin da gestern verwirrt, nachdem ich auf einmal eine CO2-Warnnachricht bekomme. Achtung, Achtung. CO2-Level zu hoch. Ja, Filter einbauen, Filter einbauen. Tod. Der Tod war unnötig, meine Freunde. Der Tod war unnötig. Also sie haben sich geopfert für den Nestflug. Oh Gott. Hat jemand einen Killcount von der ganzen Staffel? Ich mag gar nicht wissen, wie viel ich schon getötet habe. Obwohl, ich war echt relativ gut am Anfang. Mittlerweile eher weniger. Mit den größeren Projekten kommen immer mehr Fehler. Mit den großen Projekten kommen einfach zu viele Fehler. Aber ja. Boom. Gottes Willen. Aber Leute, ich muss euch jetzt enttäuschen. Den Start, den sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe es gefallen, wenn ihr alles einen Daumen nach oben da, aber die ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.